Nachdem nun also in Bayern Click und Collect erlaubt ist, freuen wir uns, dass wir Sie auch wieder an den Abholstationen in unseren Geschäften begrüßen dürfen. Selbstverständlich können Sie die Ware in den Geschäften abholen. Dabei werden alle Corona-Hygienevorschriften streng beachtet. Sie sind momentan nicht nur in aller Munde, nein, sie sind auch über jeden Mund, die FFP2-Masken. Und heute werden sie hier von der Stadt Mühldorf verteilt im Haverkasten. Bei mir ist Bürgermeister Michael Hetzel. Herr Hetzel, wie viele Masken werden heute verteilt? Heute werden 20.000 Masken an die Mühldorfer Bevölkerung von uns verteilt. Was für Voraussetzungen braucht man, dass man so eine Maske kriegt? Keine, also es darf jeder Mühldorfer kommen. Die einzige Voraussetzung ist, dass man in Mühldorf eine gemeldete Wohnadresse hat. Aber ansonsten ist für jeden eine Maske da. 20.000 Masken. Was kostet jetzt da eine Maske, wenn man sich eine holt? Also sie werden immer in Viererpackerl verkauft. Man sieht es da, es sind immer zwei jeweils eingeschweißt und vier Stück kosten 5 Euro. Wir haben es leider nicht mehr ganz so günstig gekriegt, wie es schon andere Kommunen gemacht haben, aber wir geben es wirklich zum vollen Selbstkostenpreis weiter, weil es momentan einfach wichtig ist, dass ab Montag, wenn die strikten Regeln gelten, auch wirklich noch weiterhin jeder in den Supermarkt gehen kann und sich auch selber versorgen kann. Das ist einfach ganz wichtig in der jetzigen Zeit. Herr Bürgermeister, die Masken sind aber jetzt nicht irgendwie Importware aus China, nein, die kommen aus der Region. Genau, also Import sind es wahrscheinlich schon, ich habe mir es gerade angeschaut, hergestellt sind sie, aber sie sind von einem regionalen Unternehmen, das war uns sehr wichtig, die uns hier beliefert. Eben, dass wir nicht, natürlich bekommen wir ganz viele Angebote von irgendwelchen, aber wir wollten auch das hier, dass es ein regionales Unternehmen uns beliefert und haben da eine Firma in Töging gefunden, die uns so kurzfristig mit 20.000 Masken beliefern konnte. Und die Mitarbeiter hier, man sieht es, alles mit Plexiglas geschützt. Genau, alle Mitarbeiter mit Plexiglas geschützt, Masken dahinter, auch teilweise Handschuhe, damit wirklich auch nichts passieren kann. Weil natürlich geht auch die Sicherheit hier vor und unsere Mitarbeiter müssen geschützt werden, aber natürlich auch die Besucher, die kommen und heute eine Maske abholen. Man muss aber trotzdem einmal ein bisschen kritisch hinterfragen. Wir sind das einzige Bundesland in ganz Deutschland, die FFP2-Maske braucht. Und wenn man mit einem Feuerwehrler redet, der sagt, wenn ich eine Artenschutzausbildung mache, dann kriege ich einen Tag Einweisung für so eine FFP2-Maske. Wir kommen rein, setzen es auf und gehen wieder. Ja, es ist verwunderlich in der heutigen Zeit, was auf einmal alles Ausbildung vorher braucht hat und was jetzt so geht. Über Sinn oder Unsinn kann man diskutieren, ist sehr trefflich. Wir haben als einziges Bundesland diese Auflagen und deswegen ist es mir als Bürgermeister einfach sehr wichtig, dass wir nicht hinterher Bevölkerungsteile ausschließen, weil sie sich momentan in dieser Knappheit der Masken, die Masken sind einfach knapp und sind dadurch auch sehr teuer, ja, keine Masken mehr besorgen können und am Ende des Tages vielleicht nicht einkaufen gehen können oder so. Das darf einfach nicht sein. Und deswegen haben wir als Stadt Mühldorf diese Aktion hier ins Leben gerufen. Ist es irgendwie jetzt reglementiert, wie viele Masken jeder mitnehmen darf? Momentan ist es reglementiert, sodass jeder pro Personalausweis, also pro Person, diese vier Masken mitnehmen darf. Wir werden auch schauen, wie es jetzt anläuft, ob man dann noch einen zweiten Termin oder so einsetzt. Aber momentan ist jetzt einmal das reglementiert, damit wir maximal viele Leute hier heute versorgen können. Man merkt, der Andrang ist eigentlich relativ groß. Ja, der Andrang ist recht groß. Also man hat jetzt einen großen Sprung einmal abgearbeitet. Uns geht es ja darum, deswegen sind wir so eingestellt darauf, dass hier keine Schlangenbildung ist. Es sollen ja keine langen Schlangen sein, sondern wirklich jeder sehr kurz da sein, sofort Drogennummer werden und gleich wieder rausgehen. Also das ist ja ganz wichtig auch in die Corona-Situation, dass wir hier nicht einen Hotspot schaffen, sondern dass wir wirklich auch alle Regeln umsetzen, die momentan einzuhalten sind. Jeder braucht sie, die FFP2-Maske, und die Stadt Mühldorf verteilt sie eben jetzt zum Selbstkostenpreis. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Sehr gerne. Dankeschön fürs Interview. Nachdem nun also in Bayern Click und Collect erlaubt ist, freuen wir uns, dass wir Sie auch wieder an den Abholstationen in unseren Geschäften begrüßen dürfen. Selbstverständlich können Sie die Ware in den Geschäften abholen. Dabei werden alle Corona-Hygienevorschriften streng beachtet.